Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir gedacht, weil ich die letzten Tage habe ich nicht gefilmt, erzähle ich einfach mal so, was ich gemacht habe, und ich versuche so viele Bilder wie möglich einzublenden, damit das auch ein bisschen ansehnlicher ist. Ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an direkt mit dem Morgen, nachdem ich gelandet bin. Also da hatte ich ja bei der Familie geschlafen. Von Couchsurfing in Germiston oder Germiston oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das ist, glaube ich, gar kein Stadtteil von Johannesburg, sondern eine eigene Stadt. Ist ungefähr 20 Kilometer von der Innenstadt von Johannesburg entfernt. Da bin ich dann morgens aufgewacht, und die Tante von der Frau, die hat mir dann Frühstück angeboten. Das habe ich dankend angenommen, und dann bin ich den Tag da bin ich dann mit der Frau, die musste in der Innenstadt was erledigen, dann hat sie mich da rausgelassen vor dem Carlton Center, und da bin ich auf das Carlton Center. Ich finde, es sieht gar nicht so hoch aus für das höchste Gebäude Afrikas, aber ist es scheinbar, aber ich glaube nicht mehr lange, ich glaube in Marokko bauen sie jetzt eins, was höher werden soll. Und da war ich dann drauf auf dem Carlton Center. Der Eintritt, der kostet 15 Rand nur, also es sind, glaube ich, 99 Cent. Und das war eine wunderschöne Aussicht, und da habe ich dann auch zwei Deutsche getroffen. Der eine war Lehrer und der andere war Krankenpfleger, der studiert gerade aber irgendwas, ich weiß nicht mehr genau was, ich habe es vergessen. Dann anschließend vom Carlton Center, da wollte ich dann eine geführte Tour machen, eine kostenlose Walking Tour durch die Stadt von Johannesburg. Diese Tour ist angeboten von Nielsen Tours, also da ist so ein Tourismusinformationsbüro in der Park Station in Johannesburg, und da ist der Treffpunkt. Man muss sich dann so eine Liste eintragen mit seinem Namen und kann dann bei dieser Tour teilnehmen. Die funktioniert eben auf Trinkgeldbasis, und die Tour, die ging 1,5 Stunden. Da, direkt danach war dann noch eine zweite Tour, die habe ich auch gleich mitgemacht, ging auch nochmal 1,5 Stunden. Das heißt, war ich 3 Stunden beschäftigt. Genau. Aber was ich auch noch erzählen wollte, vom Carlton Center bis zur Park Station ist das ungefähr, ich weiß nicht, 700 Meter oder so. Also so weit ist es gar nicht. Da habe ich gedacht, ach, die 700 Meter, die kann ich ja auch zu Fuß gehen. Ist ja kein Problem, ne? Ist ja nicht weit. Ja, falsch gedacht. War nicht die beste Idee, da zu Fuß zu gehen. Ich meine, ist nichts passiert. Auf jeden Fall, ich bin da lang gegangen, und dann fragte auf einmal jemand, ja, wo willst du denn lang? Und ich, blauäugig wie ich bin, sagte mir, ja, ich möchte zur Park Station. Und dann meinte der, ja, aber dann gehst du in die falsche Richtung, musst nach rechts gehen. Und dann meinte ich, nein, ich weiß, das geht da geradeaus. Und dann meinte der, nee, stimmt nicht, das geht da lang, komm, ich komme mit mir mit, ich zeig dir das. Und ich bin natürlich nicht mit dem mitgegangen, die von Couchsurfing, die meinte auch extra, wenn jemand sagt, ich zeig dir den Weg, komm mit mir mit, dann sollst du nicht mitgehen, weil dann, ne, geht's einmal um die Ecke und ausrauben. Ja, dann bin ich nicht mit dem mitgegangen und wollte dann halt einfach weiter geradeaus gehen, und da hielt er mich am Handgelenk fest, ne? Und auf einmal standen 6 Männer um mich rum und ließen mich nicht weitergehen. Ja, irgendwie habe ich es dann doch geschafft, weiterzugehen, und dann kamen auch schon zwei Männer im Anzug, also so Anzugträger, die sind dann mit mir bis zur Parkstation gegangen, und ja, dadurch, dass dann die beiden Anzugträger neben mir liefen, haben die 6 Männer mich dann auch in Ruhe gelassen. Ja, aber ich muss schon sagen, es war eine gruselige Situation. Es war, ja, beängstigend ein bisschen. Also ich habe alle meine Sachen, es ist nichts passiert. Aber ja, ich werde in Johannesburgs Innenstadt, werde ich, glaube ich, nicht nochmal alleine mich bewegen. Einfach, also wenn man sich nicht auskennt, dann weiß man ja nicht, wo welche Viertel man lieber meiden sollte und welche nicht. Deswegen ganz alleine mich da bewegen, würde ich wohl eher nicht mehr tun. Ich werde dann vorher genau nachfragen, ob das ein Viertel ist, wo man sich alleine gut bewegen kann oder eher nicht. Und nur dann, wenn ich da wirklich weiß, dass das da sicher ist, nur dann würde ich da alleine zu Fuß gehen. Genau, aber die geführte Zu-Fuß-Tour, die war sehr, sehr schön. Ich habe die Nelson Mandela Bridge gesehen und diese ganzen Ghost Skyscraper und viele Informationen bekommen. Also diese Tour, die hat sich wirklich gelohnt. Und danach habe ich dann das erste Mal Uber benutzt. Mit Uber bin ich dann nämlich von der Park Station bis nach Germiston oder Germiston, wie auch immer, bin ich dann mit dem Uber gefahren. Abends habe ich mir dann noch was zu essen gekocht, aber bin dann auch schnell schlafen gegangen, weil ich echt müde war. Am nächsten Tag, da bin ich dann mit dem Mann nach Soweto gefahren. Das ist ja, glaube ich, so das bekannteste Township Südafrikas. Und da habe ich mir dann angeguckt die Soweto Towers. Das war ja früher mal eine Kernkraftanlage. Und
Die ist aber schon lange stillgelegt und jetzt kann man da Bungee-Jumping machen. Das habe ich aber nicht gemacht. Und dann habe ich mir natürlich auch die Visakali Street angeguckt, wo Nelson Mandela gewohnt hat. In dem Museum war ich nicht drin, weil mich das ehrlich gesagt nicht ganz so doll interessiert hat. Aber ja, war schon schön, da mal vorbeigeschaut zu haben. Ich habe auch das größte Krankenhaus Afrikas gesehen, ist es, glaube ich. Ich bin mir da gerade nicht ganz so sicher, ehrlich gesagt, meinte der Mann auf jeden Fall. Dann wurde ich bei der Parkstation rausgelassen, damit ich dann mit dem Gautrain nach Pretoria fahren kann. Die Fahrt hat, glaube ich, 3,83 Euro gekostet. Da musste ich mir vorher noch diese goldene Karte kaufen, die man braucht, um damit zu fahren. Die hat 1 Euro gekostet. Und dann wurde ich in Pretoria an der Hatfield Station, wurde ich von dem neuen Host hier, den von Couchsurfing, Karl heißt der, wurde ich da abgeholt und bin jetzt hier in diesem wunderschönen Haus schon seit 2 Tagen. Ja, genau, seit 2 Tagen und konnte mich einfach super entspannen. Also ich muss sagen, die ersten Tage fand ich total anstrengend. Wahrscheinlich, weil das einfach für mich war es ein totaler Kulturschock, weil ich habe 18 Jahre in einem sicheren Zuhause gewohnt bei meinen Eltern und auf einmal bin ich auf mich alleine gestellt so. Und dann auch noch eine andere Kultur und arme Gegend und so, das war schon ein totaler Kulturschock für mich und da musste ich mich halt auch erstmal dran gewöhnen. Und hier ist das echt super schön, die sind super, super nett und wir waren zusammen in so einem Park, wo es Tiere gibt. Wir haben verschiedene Tiere gesehen, ich blende auch mal ein paar Bilder ein. Zum Beispiel ein Strauß, bin ich direkt neben dem Strauß lang gegangen. Also war schon schön und ansonsten habe ich hier auch tatsächlich mal WLAN und kann ein bisschen mehr mit meinen Freunden schreiben. Heute Morgen habe ich dann mir ein bisschen so die Nachbarschaft hier angeguckt. Das sind super schöne Häuser hier alle, ne? Also sind natürlich alle total umzäunt und teilweise mit Elektrozaun und so. Aber das, was man sehen konnte von den Häusern, sieht sehr, sehr schön aus. Auch dieses Haus ist sehr, sehr schön. Hier ist ein Pool im Garten, den kann man leider nicht nutzen, weil es einfach viel zu kalt ist, das Wasser. Weil es nachts wird es hier in Pretoria 5 Grad kalt. Also das ist nicht so angenehm. Also tagsüber ist es aber sehr, sehr angenehm von der Temperatur. Ja, finde ich schon. Nur abends und nachts wird es halt relativ kalt. Und dann hat der Karl die Idee gehabt, dass wir ja in die Stadt fahren könnten, dann könnte er mir die Union Buildings zeigen. Da waren wir dann auch. Da steht eine riesengroße Statue von Nelson Mandela. Also es sieht echt impressive aus. Mir fällt das Wort nicht ein. Und dann habe ich auch das riesengroße Anwesen vom Präsidenten von Südafrika gesehen. Also der Host hat mir die Schule gezeigt, wo er mal zur Schule gegangen ist. Und ja, es war echt schön, ne? Und jetzt gerade sind die bei einer Hochzeit. Ich bin hier alleine mit den Hunden und den Katzen. Also die haben 2 Hunde und 2 Katzen. Die kommen auch immer mal wieder an, um gestreichelt zu werden. Das ist so das, was ich gemacht habe die letzten Tage. Heute ist der 29., also Samstag der 29. Und morgen am 30., den Sonntag, da werde ich nach Zanin fahren zu der Vervet Monkey Foundation. Ja, ich denke mal, dass darüber wird in das nächste Video gehen, wenn ich das schaffe, da genug zu filmen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen, das Video. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man nicht das erste Video so, ich komme an und dann bin ich gleich bei der Vervet Monkey Foundation, sondern so ein bisschen, dass man Bescheid weiß, was ich so gemacht habe. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja. Und wen das nicht interessiert, ne, der hat das bestimmt gar nicht bis hier geguckt. Ist ja auch nicht so schlimm. Ja, also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben geben und gerne abonnieren, wenn ihr mehr Videos sehen wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüssi!